Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Crypto.com, deren Änderungen und was du beachten musst. Viel Spaß beim Schauen. Wie du sicherlich mitbekommen hast, wird es ab 1.6. hier massive Änderungen bei Crypto.com geben, hauptsächlich die Karte betreffend. Und dazu gibt es jetzt die Fristen, was du vielleicht vorher noch ausnutzen solltest, damit du hier einfach alle Vorteile genießen kannst. Bevor wir aber dahin gehen, möchte ich nochmal kurz dir einen kleinen Hinweis oder Tipp geben. Bedenke jedoch stets, das Ganze ist keine Anlageberatung. Ich erzähle dir hier nur meine eigene Meinung, meine Ideen und du musst selber recherchieren und entscheiden, ob du das so machen möchtest oder nicht. Denn wenn du jetzt ein glücklicher Inhaber einer Karte bist, egal ob 1%, 2% oder 3%, dann bekommst du ja jetzt mindestens bis zum 1.6. auch noch diese Prozente. Ab 1.6., falls du nicht neu stakest oder noch deine 180 Staking-Tage laufen, bekommst du die 9%. Wenn du hier nochmal das Ganze genau wissen willst, wer wo wie welche Prozente bekommt, dann schau dir bitte meine ursprünglichen Videos an. Bevor wir also jetzt gleich zu nochmal den ganzen Fristen kommen, wo du einhalten solltest, wenn du alle Vorteile nutzen möchtest, möchte ich dir hier einfach mal zeigen, dass die Münze inzwischen nur noch 18 Cent kostet. Du wirst es wahrscheinlich wissen, wenn du das Video siehst, ist die vielleicht ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer und meiner Meinung nach ist es einfach jetzt der Zeitpunkt, wo man das Ganze ausnutzen muss. Wie meine ich das Ganze? Eigentlich ganz einfach. Das heißt, vielleicht brauchst du etwas oder du möchtest einfach nachinvestieren. Dann kannst du einfach hier hingehen und zum Beispiel den Fernseher, den du sowieso kaufen wolltest, einfach jetzt noch kaufen, damit du zum Beispiel jetzt noch deine 2 oder 3% nutzen kannst und somit mehr Kronos bekommst. Denn du bekommst ja hier für den Einkauf für das gleiche Geld mehr Kronos. Vorher war der ja bei 40 Cent, sprich hast du 40 Cent erstattet bekommen, hast du eine Münze bekommen, jetzt würdest du hier über 2 Münzen bekommen. Dementsprechend kann es vielleicht für dich interessant sein, wenn du hier größere Investitionen geplant hast, jetzt bei dem niedrigen Kurs hier diese zu tätigen, damit du einfach mehr Kronos bekommst. Vorausgehend ist natürlich hier, dass du auch an die Kronos-Münze glaubst und denkst, dass sie in der nächsten Zukunft dann wieder höher ist. Das heißt, du kannst jetzt günstig nachinvestieren, ohne zu investieren. Oder du gehst hin und sagst, nein, ich benötige nichts, ich möchte nichts kaufen, aber ich kaufe mir einfach ein paar Kronos, damit ich einfach hier günstig nachgekauft habe. Wahrscheinlich bist du hier schon selber auf diese Erkenntnis gekommen und fragst dich, warum ich dir das Ganze erzähle. Einfach aus dem Grund, damit man das Ganze einfach ein bisschen positiver sieht. Wir befinden uns im Bärenmarkt, alle Kryptowährungen sind stark gefallen. Kronos ist da noch stärker gefallen, weil sie halt einfach hier die Ankündigungen gebracht haben. Wir müssen das Ganze positiv sehen. Wir können jetzt eben hier draus nehmen, dass wir einfach nochmal günstiger einsteigen können oder einfach günstig nachlegen können und beim Einkaufen einfach für das gleiche Geld ein paar mehr Münzen bekommen. Deswegen einfach hier für dich eine kleine Motivation und Aufmunterung, dass man nicht alles immer negativ sehen muss. Und jetzt schauen wir uns mal hier bei den Karten an, was du sonst noch für Fristen einhalten kannst oder musst, damit du einfach hier noch ein paar Vorteile genießen kannst. Bevor ich dir gleich verrate, wie du 50 Dollar sparen kannst, hier erstmal die andere Info. Und zwar, wenn du hier eine Karte bereits hast und deine Münzen dort gestaked hattest, das heißt, entweder du bist hier einfach schon rausgegangen, weil das Ganze dich enttäuscht hat, oder deine 180 Tage sind beendet und du kannst jederzeit auszahlen, dann könnte es sich lohnen, das Ganze jetzt zu tun, denn wenn du vor dem 31.05. bzw. vor dem 1.06. hier ein neues Staking beginnst, dann bekommst du 180 Tage lang die alten bekannten Konditionen. Das heißt, wenn du jetzt hier noch Interesse dran hast, neu einzusteigen oder einfach hier die alten Prozente zu genießen, dann lohnt es sich vielleicht für dich hier das Staking, sagen wir einfach vorsichtshalber mal, am 30.05. zu beginnen und dann zählen ab diesem Tag 180 Tage zu diesen Konditionen. Hier kannst du also noch die guten Prozente mitnehmen, das gute Staking mitnehmen und einfach so noch weiter profitieren. Falls du vor dem 1.6. nicht stakest und deine 180 Tage abgelaufen sind,
dann sind natürlich die 9% für dich gültig und du hast ja einfach Pech gehabt. Für alle anderen, die jetzt noch im Staking sind und die 180 Tage nach dem 1.6. ablaufen, die schauen leider auch in die Röhre, die müssen jetzt einfach diese Tage, die sie da staken, absitzen und bekommen dann nach diesen 180 Tagen die neuen Konditionen. Und jetzt noch eine Info, die Midnight Blue Karte, da entfällt der 1%, das heißt, hier könnte es sich doppelt lohnen. Wenn du sagst, ich bin hier ein Fan von Crypto.com, gerade von den Karten und den Prozenten, ich wollte vielleicht sowieso hier auf die nächste Kartenstufe, dann definitiv vor dem 31.05. das Ganze machen, denn dann kannst du dir hier noch die 2% mitnehmen. Das Ganze ist wie gesagt keine Anlageberatung, ob du das machst und wie du das machst, das musst du natürlich selber entscheiden. Jetzt kommen wir zu dem Geheimtipp mit den $50. Im Endeffekt geht es nur, wenn du die nächste Kartenstufe erreicht hast, aber noch keine neue Karte beantragt hast. Das heißt, du bist jetzt hier die nächste Kartenstufe hochgegangen und hast aber noch deine alte Karte und du benutzt noch keine neue. Dann kannst du jetzt den Support anschreiben, so habe ich das Ganze auch gemacht. Hab gesagt, ich hätte gern diese neue Karte, bitte schickt mir diese doch kostenfrei zu. Dann wird nochmal kurz nachgefragt, wo du wohnst und ob das wirklich diese Karte sein soll. Und dann wird der Auftrag für dich aufgegeben und du bekommst dann hoffentlich zeitnah die neue Karte. Wie du siehst, kannst du vor dem 1.6. noch einige Boni hier mitnehmen. Deswegen überdenk das Ganze in Ruhe, es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Und vielleicht kannst du einfach hier für dich die Vorteile herausziehen. Das soll es jetzt mit dem kleinen News- bzw. Update-Video zu Crypto.com gewesen sein. Lass mich kurz in den Kommentaren wissen, wie du das Ganze machst oder ob du vielleicht inzwischen so weit gegangen bist und gesagt hast, nein, ich bin so enttäuscht, ich bin hier raus, ich mache gar nichts mehr. Das würde mich einfach mal interessieren. Wie ich es mache, habe ich ja im Video erwähnt. Lass mir auch gerne ein Like und ein Abo für den Algorithmus da und dann sehen wir uns schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorin. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.